Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Squad Builder Challenge und das ist die dritte der OTW-Reihe, nenne ich mal. Es geht diesmal um Romelu Lukaku. Dafür gibt es nämlich ein Elektrum-Spieler-Set, also wieder nichts Großes, aber die SBCs sind ja bekanntlich nicht so schwer. Wir schauen uns einmal an, was es diesmal ist. Von der Merseyside nach Manchester ist es diesmal. Nämlich von Everton nach Man U. Es geht ja um Romelu Lukaku. Ist ja logisch. Hier wird gefordert für ein Premium Gold Set. 2 Ligen maximal. 70er Gesamtwertung, 90 Chemie. Ich habe so gelöst, indem ich sozusagen sehr viele Belgier benutzt habe aus der belgischen Liga. Beziehungsweise ich hatte hier noch ein Gespann aus Griechenland. Die wollte ich auch mal loswerden. Deswegen habe ich die mit eingepackt. So komme ich nämlich auch auf die 2 Ligen, weil die außen hier nämlich alle von den belgischen Liga sind auch Silberspieler, da man hier keine, beziehungsweise da man hier nur 70 Gesamtwertung braucht und mit ein paar Goldspielern bekommt man das dann auch locker hin. Wir gehen einmal alle Spieler durch. Wie gesagt, ist nichts Besonderes, ein paar Spieler musste ich halt noch dazu kaufen und dafür gibt es halt ein 7,5k Set, das holen wir uns jetzt gerne ab und gehen dann zum nächsten SBC, das ist nach Manchester. Hier gibt es sozusagen die Bedingung 3 Nationalitäten maximal, also am besten eine Nationalität benutzen. 74 Gesamtwertung, das heißt recht viele Goldspieler müssen dabei sein und Team Chemie 90. Das heißt am besten alles eine Nationalität mit den passenden Positionen, wie es bei mir nicht der Fall ist. Ich habe soweit alles perfekt gemacht, bis auf linkes Mittelfeld hatte ich keinen Franzosen, deswegen habe ich dort einfach einen Stürmer reingepackt. Und als rechten Mittelfelder hatte ich auch keinen Franzosen, deswegen musste ich hier einen RF nehmen, der Franzose ist. Komme aber dadurch auch dank Loyalitätsbonus auf 90 Chemie. Wenn ihr das ohne Loyalitätsbonus machen wollt, einfach hier im linken Mittelfelder einen Franzose reinhauen. Und als rechten Mittelfelder ebenfalls einen Franzosen und dann habt ihr auch die 90 hier. Ich gehe auch nochmal jeden einzelnen Spieler hier durch. Man sieht, kann man auch ein paar Silberspieler verwenden, wenn man noch welche im Team hat. Und ja, dafür gibt es ein 2 seltene Goldspieler-Set. Also hier kann auf jeden Fall schon mal was drin sein. Bin mal gespannt, ob dieser dann auch tauschbar ist. Sollte eigentlich. Also das ist schon mal geil, 2 seltene Spieler. Da kann was kommen, wenn man Pech hat. Und dann gehen wir auch direkt zu den Packs rüber und öffnen die. So, zack. Und gehen hier erstmal mit den kleinen los, hier mit dem Premium Gold Set. Das 7,5k Set, mal schauen, was es uns bringt. Oh, es leuchtet, es sind Wände schon mal. Wow, im 7,5k Pack Argentinien, linkes Mittelfeld. Es ist der Gaitan, 83er Gaitan, sehr nice. Also für ein 7,5k Pack, also da hat sich schon mal die Lukaku SBC gelohnt. Gaitan ist mit dabei. Ich muss hier einmal kurz Platz machen auf der Transferliste, damit ich schauen kann, wie viel der wert ist. Komm. Ja, das. Schnell verkauf hier. Ihr seht, ich habe all möglichen Müll. Aber manchmal bringt auch Müll Geld. So haben wir jetzt ein bisschen Platz geschaffen und dann können wir uns jetzt anschauen, wie viel Gaitan wert ist. Hau mal was raus hier. Ah, nicht mehr so. Oh, nur noch 2k. Das ist ja schon miserabel dafür, dass es Wände sind. Aber wir haben auch noch einen Liverpool-Trikot. Ah ja, geil. Aber egal. Schon mal geile Wände gehabt. Direkt am Start. Wir haben ja noch 2 Packs. Ein Elektrum-Spieler-Set. Mal schauen, was hier drin ist. In der Regel ein seltener, aber der ist in der Regel nicht Gold. Weil Packluck ist so. Aber in dem Fall ist er auch Gold. Was ist denn jetzt hier los? Packluck am Start oder was? Stürmer von Porto, Suarez. 79er. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, guck mal, und wir haben unseren Torwart, unseren belgischen Torwart von Olympiakos wieder zurückbekommen. Hättet ihr gar nicht. Hättet ihr behalten können. Wir haben hier noch Felipe, den hauen wir auf die Transferliste. Und dann kommen wir jetzt zum allerletzten Pack. 2 seltene Spieler, beide wohl tauschbar. Beide Gold. Jetzt, come on, vielleicht nochmal Wende, vielleicht ein OTW-Spieler, das wäre auch nice. Los geht's. Come on, Packluck. Ja, Wende, Wende sind da. Wende, come on. Brasilien, ZTV, Marquinhos. Nice. 3 Packs, 2-mal Wende, viel besser als bei meiner Top-Partie des PC. Obwohl da viel geilere Packs waren. Sachen gibt's, oh mein Tee haben wir auch noch. Wie viel ist denn der Marquinhos wert?
Oh, oh komm, stabile 5K, das heißt locker an die 6, 7, 8, 9K gemacht in dieser SBC und investiert 3, 4K oder so. Weiß der Geier, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war die Romelu Lukaku SBC, die dritte in der OTW-Reihe und ich hoffe, die hilft euch weiter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!